Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 20, dem Karrieremodus. Wir sind mit schnellen Schritten auf dem Weg zum Saisonfinale. 29. Spieltag heute zu Hause gegen die alte Dame aus der Hauptstadt. Die sind 12. haben mit dem Abstieg nichts zu tun, nach oben geht auch nichts mehr. Aber für uns gilt es, den 4. Platz zu verteidigen, vielleicht sogar noch Wolfsburg zu verdrängen vom 3. Platz, einfach nur aus Prestigegründen. Ja, und wir gehen rein gegen Hertha. Ich glaube, wir können heute mal wieder, ja, mit welcher Mannschaft spiele ich denn heute mal? Ich habe hier die freie Auswahl, ich nehme heute mal wieder die B11, glaube ich. Ja, gehen wir mal rein mit Karl Tuki Kambi, der im Hinspiel einen Dreierpack, glaube ich, gemacht hat, ne? Ich glaube, Dreierpack hat er gemacht und Yusuf Enisiri hat unser allererstes Kopfballtor gemacht nach einer Ecke. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und ansonsten, die Hertha hat sich viel vorgenommen. Investor ist ja am Anfang der Saison eingestiegen. Jürgen Klinsmann ist jetzt als neuer Trainer schon eine längere Zeit da. Und ja, die Hertha will groß hinaus. Irgendwo. In die Champions League. Irgendwann auch mal Meister werden. Aber das sind, glaube ich, ganz ferne Zukunftsträume. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der B11, also Anführungszeichen B11, heute hier weitere 3 Punkte machen und vielleicht ja schon so eine kleine Vorentscheidung in Sachen Champions League machen, je nachdem, was Leverkusen macht. Da müssen wir jetzt immer drauf schauen. Wenn Leverkusen auch irgendwann nochmal federn lässt, das wäre doch überragend super. Da würde ich mir ein zweites Loch im Bauch freuen. So, auf geht's. Abraham, erster Fehlpass. Köpke, Löwen, klassisch ins Abseits gestellt, sehr gut. Petrasa, Löwen. Moreau. Kommt er nicht ran. Duda jetzt mit der ersten Chance. Achtung, der auch nicht mehr bei der Hertha ist. Der nach Norwich verliehen wurde. Zu Norwich City. Und jetzt die erste Chance mal. Das Spiel schnell zu machen. Gibbs White und Toko Ekambi. Die beiden Neuen im Zusammenspiel. Schade, also die beiden Neuzugänge. Schön gespielt. Schade, dass da noch einer dazwischen war. Aber das könnte ein interessantes Spiel heute werden. Wenn die Hertha so weiter offensiv und frisch mitspielt. Ist auch wieder ein anderer Gegner als die Kölner. Schauen wir mal, Löwen, Biraci mit der Flanke, Touré fängt ab und Gibbs White öffnet, wunderschön mit der Hacke, so. Und Toko Ekambi, macht er den richtigen Laufweg? Klasse, Pass von Toro, richtiger Laufweg, Karl Toko Ekambi sieht hinten da Bogo, schade. Aber der Ball vorher, der durchgesteckt wurde, das war klasse gespielt. Super Pass, dann hätte er es auch leider nicht alleine machen können, weil er war zu weit nach außen gezogen. Ja, so ein Tor von den Jugendleuten würde ich mir mal wünschen. Heute Moreau oder auch Dabogo, der macht auch echt immer viel. Der ist schnell, holt viele Elfmeter raus. Aber so richtig torgefährlich ist er bislang noch nicht. Schauen wir mal, Dabogo, Flanke kommt. Ja, Stein klärt zur Ecke. Ja, ein Eckballtor, ne, hatten wir ja im Hinspiel. Mal gucken, ob es heute funktioniert. Chor mit dem Versuch, der auch mal wieder spielen darf. Ja, ist das Problem, wenn man so einen großen Kader hat, ne, alle bei Laune zu halten, alle unter einen Hut zu kriegen. Jetzt habe ich ja letztens, ich kann nochmal ein Thema ansprechen, genau, das habe ich nämlich nach der letzten Folge sofort auf mein Handy gekriegt, dass die Eintracht ihren langjährigen Torwarttrainer entlassen hat. Also den Petz heißt er ja, ne, der seit 2010, 2011, glaube ich, im Trainerstab mit drinne war. Stand drin, dass der Vertrag von beiden Seiten beendet wurde einvernehmlich von beiden Seiten getrennt wurde. Achtung, Moreau mit der Kopfballchance. Und Jahrstein kriegt den irgendwie noch übers Tor. Das war ja auch eine kuriose Szene hier. Moreau gewinnt überraschterweise den Kopfball und dann als Aufsetzer, zack, Jahrstein nochmal, gibt ihm dann den entscheidenden Kick, geht durch seinen Spieler durch und klärt dann erstmal zur nächsten Ecke. Ich erzähle gleich weiter, ich muss mich erstmal hier drauf konzentrieren. Dass ich vielleicht gleich die Führung erziele. Vielleicht durch Willems. Nein, Duda klärt. Gut, also wie gesagt, Eintracht entlässt ihren langjährigen Torwart-Trainer. Da habe ich auch erstmal geschluckt. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh, da ist wohl ein Streit entbrannt. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht ist es auch einfach eine ganz normale Trennung, wie sie heutzutage stattfindet. Vielleicht wollte er sich nach so vielen Jahren neu orientieren. Mal was anderes sehen, was anderes ausprobieren, vielleicht auch aufhören. Nachfolger wird auf jeden Fall Jan Zimmermann, der noch dritter Torwart ist, der aber in den letzten Wochen und Monaten wohl alle nötigen Lizenzen und Ausbildungen gemacht hat zum Trainer. Und daraus schließe ich halt einfach, dass das schon länger feststand, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt jetzt, ne, aufhört.
Aber das kommt natürlich jetzt so ein bisschen überraschend. Aber ich würde das jetzt nicht so an die Goldwaage hängen. Für mich ist das einfach eine ganz normale Trennung. Ich meine, weiteres ist bislang noch nicht bekannt. Vielleicht gab es ja doch irgendeinen Streit. Aber Stand jetzt, nach meinen Infos, hört sich das für mich nach einer ganz normalen Trennung an. Ganz normale Vertragsauflösung. Er wollte halt mal was anderes, denke ich mal, sehen und ausprobieren oder ganz aufhören. Und Jan Zimmermann ist, glaube ich, ein würdiger Nachfolger, der den Jungs da in Zukunft mal einheizen wird im Tor. Jetzt schauen wir mal. Meier, Abraham, da haben wir auch Glück, dass die Berliner nicht mehr draus machen. Bislang Duda, Meier wieder, das ist abseits. Ja, dann ist die erste Halbzeit fast schon rum. Arne Meier hatte ich auch in meiner letzten FIFA-Karriere mal, als ich das im Livestream gespielt habe. Ist ein sehr unaufgeregtes Spiel. Also klar, Chancen auf unserer Seite, Großchancen. Führung fehlt leider, das ist immer so das Problem. Dass wir auch gerade in diesen Spielen dann auch mal das Tor erzwingen müssen. Weiterhin ruhig spielen. Eine gute Szene hatten wir ja. Genau, und um das Thema nochmal abzuschließen, würde ich mich natürlich auch gerne auf eure Kommentare freuen, wie ihr das so seht. Ne? Ob ihr auch denkt, das ist ganz normal verlaufen. Ist halt heutzutage so im Leben, dass wenn man sich mal neu orientieren will, dass man auch mal getrennte Wege gehen muss. Das ist halt so. Oder ob das doch irgendwie im Streit aus dem Weg oder auseinandergegangen ist. Das war halt noch nicht zu lesen. Das wusste man noch nicht. Oh, Fallett mit dem Fehler. Aber ich weiß, dass die Hertha fast in Führung geht. Andreas Köpke mit der Großchance nach dem Fehlpass von Fallett. Da haben wir Glück. Da wäre Renault auch nicht hingekommen. Ja, und apropos Fallett, der war ja auch schon eigentlich auf dem Weg oder der ist auf dem Weg zu Fenerbahce. Aber da gibt es irgendwie Probleme mit der mit dem Gehalt, mit der Bezahlung. Ich weiß nicht, ob da Financial Fairplay wieder irgendwas mit zu tun hat. Also auf jeden Fall ist das noch nicht safe, dass der bei Fenerbahce bleibt. Also er könnte auch wieder zurück zur Eintracht kommen. Haben wir wenigstens einen Winterneuzugang. Wurde ja spaßeshalber schon betitelt. Aber mal gucken, wie es da weitergeht. Und ansonsten nichts Neues nach wie vor auf dem Transfermarkt. Also Stand jetzt, Stand der Aufnahme, noch niemand neuen geholt. Ne, außer die Sache halt mit dem Torwarttrainer, da weiß man halt noch nicht ganz genau. Also für mich sieht es so aus, als ob es halt einfach eine ganz normale Trennung ist. Neuorientierung. In Jan Zimmermann haben wir einen guten Nachfolger. Von daher sollte man das vielleicht nicht, ja, an die Goldwaage hängen. So, und wir steigen rein. Zweite Halbzeit. Ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Dass wir uns Chancen rausspielen und hinten ein bisschen sicherer stehen, weil die Hertha, auch wenn die jetzt einige Chancen schon versiebt haben, ne, ich glaube Köpke zweimal, der war eigentlich relativ frei vom Tor, hätte auch schon die Führung für die Hertha schießen können, aber da haben wir was dagegen gehabt. Erste Chance vielleicht. Ah, Willems, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte gleich in die Mitte auf Toko Ekambi, aber der kommt da leider nicht hin und somit macht's die Hertha auch schnell. Mit wenigen Bällen hinten raus. Und dann haben sie natürlich auch in Lukas Klünter Leute, die auch laufen können. Mit der schnellste Spieler der Bundesliga. Achtung, Flanke kommt. Toro klärt erstmal und Moreau macht den Ball fest und sicher. Willems. Toro, Chor, jetzt bauen wir wieder auf. Die beiden Sechser, das machen sie ganz in Ruhe, ganz entspannt. Und wenn wir dann die Lücken sehen, dann müssen wir es auch irgendwann mal schnell spielen und reinpreschen, so wie jetzt. Das war gut gespielt. Gibt's weit und jetzt viel Platz für Toro. Toko Ekambi und nochmal Dominic Chor. Schade. Frei, das war die größte Chance und wieder treffen wir nur das Aluminium. In der ersten Halbzeit auch schon als Jahrstein den Ball. Ich weiß nicht wie, aber er hat ihn auf jeden Fall noch über die Latte gelenkt. Schade, aber das war jetzt mal vielleicht ein Zeichen zu einer richtig guten Phase. Schade. Die Bälle hinter die Abwehr, die sind gut. Sind gut gespielt. Leider haben wir ein bisschen Pech, dass sie nicht ankommen. Dabogo, Toro, Chor, Moreau. Die Hertha macht's dicht vorm Strafraum. Da müssen wir über die Außen ausweichen. Und dann haben sie solche Konterchancen über Pedraza. Da muss Abraham hinterher, in der Mitte fehlt da. Achtung, da läuft Duda mit ein. Deswegen die mit einem Innenverteidiger nach außen rücken.
Es bleibt Abraham draußen. Touré rückt dafür ein. Das muss der Abseits sein, oder? Nein, doch. Ja, es ist ein Geduldsspiel. Es ist ein Geduldsspiel, ich merke das schon. Bringen wir mal Kamada für Dabogo rein. Heute ein bisschen schwächer, aber auch das sei ihm zu verziehen. Oder sei ihm zu verzeihen. So, jetzt habe ich es. Ne, junger Mann, der macht noch Fehler. Der macht nicht immer sein bestes Spiel. Aber ist trotzdem ja, ein guter Mann für die Zukunft. Ja, Geduldsspiel ist das Stichpunkt. Das Stichpunkt, der Stichpunkt, das Stichwort. Die nächste Chance sollten wir schon nutzen, weil so viele werden wir heute nicht mehr kriegen. Habe ich so im Gefühl. Gibt's weit. Toro. Gibt's weit. Alleine gegen drei Leute. Mal mit links. Aber bislang alles noch zu ungefährlich. Zu ungefährlich hier. Wir haben zwar den Platz, aber dann im entscheidenden Moment fehlt die Konzentration. Und dann triffst du halt auch nicht gegen die Hertha, die immer ein schwerer Gegner waren. Egal, ob ich mit der Eintracht gespielt habe oder mit Darmstadt. Ich glaube, da haben wir auch nie gegen die Hertha gewonnen. Ich weiß nicht warum, aber so gewisse Gegner, die liegen halt einem nicht. Jetzt erstmal Kamada, kriegt er den noch? Ja, setzt energisch nach. Und jetzt viel Platz für Dominic Kor, wenn er den denn in eine gute Schussposition gebracht hätte. Abraham klärt. Ja, was machen wir? Riskieren wir? Oder gehen wir mit dem 0-0 heute mal nach Hause? Seien wir damit zufrieden? Je nachdem, was Leverkusen macht, ne? Wenn Leverkusen natürlich gewinnt und wir holen nur ein Remis, dann sind es halt 2 Punkte weniger wieder, Vorsprung. Aber gut, umgekehrt ist es dann auch wieder einer mehr, wenn Leverkusen verliert. Da können wir uns nicht drauf verlassen. Ich weiß auch nicht, wen haben wir denn noch auf der Bank? Haben wir vielleicht nochmal Gacinovic, den wir reinwerfen könnten? Nee, aber Silva vielleicht nochmal hier als hängende Spitze. Oder so machen wir das, genau. Kamada als hängende Spitze und vorne Paciencia vielleicht. War das ja heute nicht das Spiel von Karl Toko Ikambi, anders als im Hinspiel, ne, wo er einen Dreierpack gemacht hat. Yusuf Enisiri heute auch nicht mit dabei, der vielleicht nochmal ein Kopfballtor gemacht hätte. So, Ferran, Torres, Klünter, schneller Mann, Wilms mit der Flanke, Renault fängt ab. So, und vielleicht kriegen wir den Ball schnell nach vorne über so einen langen Ball. Paciencia, komm, der ist schneller als Stark, muss er auch zum Ball hin. Er läuft vom Ball weg, aber er ist aggressiv im Zweikampf. Komm, draufbleiben, dann haben wir den gleich. Ja, zur Not ziehen wir halt einen Foul. Ist egal, aber wir müssen nachgehen. Wir müssen uns den Ball aggressiv wiederholen. Gleich wieder hier vorne hinrennen, dass er gar nicht die Chance hat, den Ball dahin kurz zu spielen, sondern den langen Ball schlägt. Du da mit der Hacke, Sergio. Willems, den hat er gut unter Kontrolle heute auf der Außen. Das macht er richtig super. So, jetzt nochmal. Angriff über Silva. Schade. Jetzt ist auch ein bisschen die Unkonzentriertheit da. Schade. Dann sollten wir zusehen, dass wir hier 0-0 spielen. Dilorosun kommt nochmal rein. Es war kein berauschendes Spiel, ganz klar. Chancen waren da. Auf beiden Seiten Großchancen. Aber gut, dann endet dieses Spiel halt schiedlich, friedlich, unentschieden. Hoffe ich mal. Noch sind 5 Minuten zu spielen. Noch haben wir Zeit und eventuell die Chance. Kamada mit Silva und Paciencia in der Mitte sehen. Oder Kamada am Rücken, wenn er einläuft. Da läuft er ein. Und warum nicht? Aus Spitzenwinkel mal probieren. Schade. Jahrstein ist aber auch ein guter Keeper. Gerade auf der Linie und deswegen hat er den gut gehalten. So, Ecke, komm. Würde zum Hinspiel passen. Fallett kommt leider nicht ran. Willems, aber jetzt nochmal. Dominic Kor. Ja gut, dann hat es nicht sollen sein. Schade. Schöner Schuss. Risikobereitschaft gezeigt. Aber leider steht der Pfosten im Weg. Noch. Vielleicht ja jetzt nochmal. Paciencia abgefälscht. Nochmal eine Chance. Also komm, wir drücken jetzt nochmal aufs Gaspedal. Letzten Sekunden hier. Die letzten Momente des Spiels. Vielleicht holen wir doch noch 3 Punkte. Kamada mit der Flanke. Das ist Paciencia. Und es gibt Abschluss. Okay, schade. Dann bleibt es heute beim 0-0. Sorry. Besser ging es nicht. Chancen waren da auf beiden Seiten. Aber okay, dann endet dieses Spiel halt so, wie es auch begonnen hat. 0-0. Und somit gehen wir immerhin mit einem Punkt. Ne? Hätte ich mir gegen Freiburg damals auch gewünscht, wo wir in letzter Minute verloren haben. Das hätte ich gerne genommen. Heute ist das völlig okay. Muss halt auch mal sein. Ne? Man kann nicht jedes Spiel gewinnen oder so spielen wie im letzten
letzten Part gegen die Kölner. Leverkusen gewinnt leider gegen Schalke 2-0, deswegen sind die wieder auf 2 Punkte ran. Leipzig unentschieden. Aber wir sind, okay, erstmal Dritter. Wolfsburg hat noch nicht gespielt. Ja, und das Stichwort, also die Überschrift da, Frankfurt lässt viele Chancen liegen. Das haben wir heute leider gemacht. Toro gegen die Latte, ne, Kamada mit dem Schuss, dann Dominic Kor mit dem Pfostenknaller in letzter Minute. Aber gut, da gehört halt auch immer Glück dazu. Das hast du halt nicht immer, das musst du dir erarbeiten. Und gegen Dortmund, die jetzt Tabellenführer sind. Ha, die Tabellenführung hat gewechselt am 29. Spieltag. Wir sind Vierter, Wolfsburg hat ihr Spiel gewonnen. Aber gegen wen haben denn die Bayern verloren? Gegen wen? Ach, gegen Dortmund direkt. Die haben gegeneinander gespielt, haben also somit die Position getauscht. Und jetzt ist Dortmund in der Pole Position. 2 Punkte Vorsprung. Ja, und jetzt natürlich gegen uns. Wir können denen das alles wieder zunichte machen. Und Bayern gegen Wolfsburg. Die ersten 4 spielen unter sich. Das ist ein geiler Spieltag. Das ist ein geiler Spieltag. Den muss man sich mal einrahmen. Zweiter gegen Dritter, Erster gegen Vierter. Ja, schauen wir mal, ob wir Dortmund ein Bein stellen können oder ob das der Weg zur Meisterschaft ist für die Dortmunder. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf den nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.